Hallöchen, Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Far Cry New Dawn. In der letzten Folge haben wir uns Prosperity so ein bisschen angeguckt. Und jetzt werden wir wohl oder übel zu Bean rübergehen. Hallo? Hier spricht Bean, der Gründer von Wikibenia. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um etwas Wichtiges, also etwas richtig Wichtiges wiederzubekommen. Es tut weh, Leute. Ist da wer? Gut, ich leg es auf. Es tut einfach weh, Leute. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht sonderlich schlau ist, dass er das so raussagt. Wir müssen aufeinander aufpassen. Jetzt mehr denn je. So, jedenfalls, ich habe gesehen, in der letzten Folge war meine Stimme ein bisschen komisch leise, so ein bisschen einschläfernd. Es tut mir leid. Oh, Bliss! Ist es Bliss? Oder sind es nur Sporen? Ich weiß nicht. Nee, es sind nur Sporen. Schade. Jedenfalls, ich war ein bisschen leiser als sonst. Das tut mir sehr sorry. Ja, ich habe auch keine so rechte Ahnung, was ich jetzt dazu noch sagen soll. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen lauter zu sein. In der letzten Folge war halt einfach keine Spannung drin, da haben wir uns nur so ein bisschen umgeschaut. So. Wir können ja auch einfach die Dinge hier machen, oder? Hä? Okay, ich bin zu müde für diese Scheiße. Das mit dem Zugunglück tut mir so leid. Ganz im Ernst. Passt schon. Begrabene Ladung. Okay. Das ist unerwartet. Nice. Danke. Einfach, warum habe ich überhaupt das Quad genommen? Ich habe ja gerade in dem Fahrzeugmenü gesehen, dass ich auch andere Fahrzeuge frei hätte. Wo habe ich das Quad gerade überhaupt her? Ich glaube, das stand da einfach, oder? Egal. Haben wir halt jetzt ein Quad. Sorry. Steig auf! Ey. Die Arme! Und die beschwert sich halt okay, nicht mal. Die beschwert sich nicht mal. Okay. Gut. Passiert. Sachen passieren. Finde ich auch gut, dass sie das so gut versteht. Oh, das sind Gegner. Da war gerade jemand. Wir haben gerade hier irgendwas bekommen. Okay, ist es noch weit? Ja, allzu weit ist es jetzt auch nicht mehr. Egal, wir gehen da jetzt zu Fuß hin. Ich habe so das Gefühl, wenn ich nochmal gegen den Baum fahre, dann könnte es mit unserer guten Kamina nicht mehr so gut aussehen. Vorratslieferung entdeckt, wo? Wie? Was? Eine Drohne. Das Drohne oder ein Flugzeug. Okay. Aber ich sehe jetzt auch nichts auf der Map. Habe ich es vielleicht im Inventar? Nee, das macht da gar keinen Sinn. Nee. Warte. Oh. Oh, tatsächlich. Eine Vorratslieferung. Okay, die holen wir uns, Leute. Aber wer wirft die ab? Das ist die Frage. Wer wirft die Vorratslieferungen ab? Ja, war eh nur so ein Sektentyp. Nicht so schlimm. Wo ist der andere Hund hin? Wir hatten hier zwei Hunde, ich weiß das. Wo habe ich den erschossen? Ah, hier, perfekt. Okay, ich habe jetzt eigentlich erwartet. Okay. Gut, egal. Ich habe jetzt eigentlich so ein bisschen erwartet, dass hier totale Krieg jetzt um die Vorräte losbricht oder so, aber. Das kann man auch machen. Ja, was ist denn das? Da drüben ist noch irgendwas. Okay. Moment, das gucken wir uns auch noch schnell an. Ey, es gibt so viel zu sehen hier. Oh. Ist weg. Moment, das gucken wir uns aber noch schnell an.
Verdammt! Irgendein Typ. Ja. Keine Ahnung. Das. Auch ein Typ. Okay, egal. Was los? Bei mir gibt's einfach alles, Mister. Ach echt. Okay, dann tauschen wir mal schnell die Beute. Irgendwie das Fleisch können wir gar nicht eintauschen. Bisschen komisch. Gute Wahl. Wir sehen uns. Okay, was ist mit dem? Hallo. Jo, what's up? Unsere Firma wurde von einem Jungen namens Bean gegründet. Er ist ein echter Schatz, aber man muss ständig auf ihn aufpassen. Ich glaube, ihm wurde irgendein wichtiges Dokument gestohlen. Wenn du das für ihn finden könntest, würde er dich sicher irgendwie entlohnen. Okay. Was ist das? Wer hat das aufgestellt? Aber finde ich sehr kameradschaftlich, dass die ihre Kollegen wahrnehmen. Oh, er lebt noch. Ah, jetzt haben wir ihn. Wärmin, Leute. Ich hoffe, das ist kein Giftgas. Oh, okay. Da sollte man nicht rein. Nice. Wir haben ihn. Okay, die gehören zu uns. Hat der gerade... Egal. Egal, wir ignorieren es einfach, das ist nicht passiert. Das ist bestimmt einfach gar nicht passiert. Okay. Hier schaut. Okay, erschießen ist wieder wie in Far Cry 5. Ist nicht so gut. Verstanden. Aber wir machen es trotzdem. Okay. Was den Leuten im Zug passiert ist. Ich kann jetzt nur mein Bestes geben, um zu helfen. Hm. Okay. Wikibinia. Es ist einfach so bescheuert. Wikibinia. Warum? So, Moment, wir machen erstmal deine Bude kaputt, okay? Und wir klauen alles, was du hast. Weil wir es brauchen. Viel mehr als du. Okay. Okay, da meine Nachricht. Jeder, der nach Prosperity kommt, hilft mit diesem. Finde ich auch cool, dass es angezeigt wird, dass, wie viel man hier noch finden kann. So, verblasster Brief. Bean, ich habe dich weggeschickt, weil ich in Wahrheit im Sterben liege und nicht will, dass du den Scheiß mitbekommst. Du bist nicht bereit für sowas, aber irgendwann wirst du es sein. Du musst. So, das ist echt komisch abgekürzt. Egal. Finde eine neue Familie. Mach dich nützlich. Leute werden dich beschützen, wenn du nützlich bist. Mit Wikibinia und so. Es gibt so viel Zeug, was ich dir nicht mehr beigebracht habe. Aber du schaffst das schon. Mach weiter so. Aber bitte verdammt nochmal, niemand dein Papa zu sein. Okay. Okay. Achso, okay. Man, also niemanden darum bitten, dessen Vater zu sein. Wahrscheinlich war er ein Kind zu dem Zeitpunkt, aber es ist trotzdem komisch, es so da reinzuschreiben. Aber gut. So, what's up? Irgendwo liegt hier noch was, aber ich find's nicht. Können wir bitte reden? Nö. Irgendwo muss hier noch was sein. Aber ich habe keinen Plan, wo. Oh, da. Nice. So, was geht denn ab? Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Oh. Wikibinia, alles, was du wissen musst. Mhm. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Oh nein! Die richtigen Daten sind weg. Artikel 13. Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan.
aber böser, ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Na ja, egal. Klar, kaputte Knie, verstehe ich schon. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Bloß nicht. Wikibinia Ehrenwort. Wenn wir nachts Leute von New Eden sehen, gehen wir ihnen am besten aus dem Weg und lassen sie ihr Ding machen. Kaputtes Bein und so. Okay, irgendwie ist da draußen. Kleiner Pisser, kannst du es wagen? Okay, Moment, wir beleben den Pisser mal schnell wieder. Vielleicht hört die dann auf zu schießen. Ansonsten muss ich sie leider töten. Der hat ja auch gleich an so einen Schuss krepiert. Ey, Güte. Die Kugeln fliegen ein bisschen komisch. Und ich habe auch keine Ahnung, warum der gerade nicht getroffen wurde von mir. Also, keine Ahnung. Wieso ist sie nicht gestorben? Mann ey. So. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Da oben. Pechsträhne folgen. Okay. Da drüben ist... wäre noch was, aber egal, wir gehen jetzt einfach mal dorthin. Will er ja jetzt nicht hier zu viel Zeit schinden. Da oben. Geht der noch? Oh, der geht noch. Guck mal an. Fahren wir los. Man sollte eigentlich meinen, beim Kollaps funktionieren die Autos dann nicht mehr, aber gut. Kollaps. Bisschen nachlässig gewesen. Aber so kann immerhin die Alte nicht mehr die ganze Zeit rausfliegen. Das ist doch schon mal ein Vorteil, oder? Das ist doch schon mal ein Vorteil. Und fliegen ist endlich mal diese Schrottkarre los. Das ist doch super. Mein Dad hat mir einiges beigebracht. Okay, und was? Ich hab das Gefühl, wir betreten... Naja, gut. Oh. Das war jetzt nicht die beste Idee, die ich hatte. Ah, Mist, aber diese Takedowns funktionieren jetzt nicht mehr. Echt schade. Schade, ich wollte jetzt eigentlich so einen Ketten-Takedown wieder machen. Oh, der rennt weg, die Sau! Ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass er direkt hier vorne ist. Dach tiefer, große Basis und so. Aber hey, was soll's? Ja, ich habe schon verstanden, wie schnell ist denn der Kerl? Hilft jetzt nicht so viel, ne? Okay, es ist F und nicht Space. Sollte ich mir merken. What? Hallo? Mr. Red Sox? Mein Schwanz hat ein Schleudertrauma. Ich kann alles erklären. Dann erklär mir mal, warum dein Schwanz ein Schleudertrauma hat. Das wäre gut. Bleibst du wohl weg? Ich kann nicht mehr. Nur weil dein ein Schleudertrauma hat, braucht meiner das nicht auch haben. Nichts. Lass uns reden. Was macht der? Ich schätze, das hatte ich verdient. Hm.
Dann erklär mal. Dann erklär mal, warum hast du... was ich zu sagen hab. Bitte. Ja gut, dann erklär, warum hast du ein Loch im Socken? Okay, ja, ich hab meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich hab ein Problem, okay? Das ist... Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. So. Ich war einer von Beans Speeren und ich dachte, wo die Highwaymen noch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Mhm. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Was haben die denn überhaupt gezockt? Das Blöde ist, ich hab die ja sofort aufgeschreckt. Warum wird das feindselig markiert? Oh. Okay, hat er irgendwie Überreflexe oder warum weiß er, dass jetzt direkt angegriffen wird? Dass wir jetzt direkt angegriffen werden. Wo sind die? Okay, da drüben ist ein großer. Gehen wir jetzt so ein bisschen auf den Kick. Wow, what the fuck, Mädel? Wo ist es drauf? Hä, was? Was geht bei dir, Alten, ab? Du denkst so, ja, ja, da wird auf mich geschossen, aber es passt schon. Nice. Penner, der hat ein Schild. Gott, ein Schlawiner. Und wer hat hier überhaupt schon wieder alles angezündet? Irgendwie, egal was wir in Far Cry machen, es endet in einem Waldbrand. Kann mir irgendjemand erklären, warum es immer in einem Waldbrand enden muss bei uns? Gibt es dafür besondere Gründe? Dicks Bunkerloch. Ach so, es ist Dicks Bunkerloch. Hm. Also, wenn das so ist, also das Loch will ich auf jeden Fall auch rein. Also, dann klettern wir mal in Dicks Bunkerloch. So, was haben wir da? Anstellungsbrief. Lieber Herr Richard, Glückwunsch, Ihre Bewerbung bei Wikibinia ist akzeptiert worden. Sie sind der allererste Speer und das ist eine Ehre. Bezahlung wird eine Mahlzeit am Tag sein. Anzurechnen auf eventuelle akkumulierte Ressourcewerte. Denken Sie daran, dass Sie mir helfen, den Traum zu verwirklichen, von dem mein Papa immer geredet hat. Ihr Beitrag zu Ihrer Firma ist unermesslich. Danke, seien Sie stolz auf sich. Gegenseitig in den Rücken. Jetzt, wo ich das so höre, Wikibinia, kam das in Far Cry 5 nicht auch schon mal vor? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht mehr. Hab einfach alles total vergessen. Okay. Nice. Können wir die im Inventar angucken? Wahrscheinlich nicht. Aber wir könnten jetzt mal auch skillen, Leute. Weil wir haben 3 verfügbar. Und wow, wir müssen sogar angeln skillen. Ernsthaft? Finde ich jetzt nicht so cool. Himmelstürmer. Okay, wir nehmen den Schweißbrenner. Aber dann können wir den Safe hier auch gleich mal öffnen. Hallo? Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Titan, okay. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist, aber irgendwie... Ich finde den Anfang nicht so cool wie von... Oh, wir haben was übersehen, wie von Far Cry 5. Far Cry 5 fand ich viel epischer. Hier fehlt einfach irgendetwas. Ich kann nicht sagen, was es ist, was fehlt, aber es fehlt auf jeden Fall etwas. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es ist. Hier ist nichts drin. Okay. Hier wird man halt einfach so ganz komisch reingeworfen. Also man wird da runtergeworfen, man wird gerettet, man kommt dort in dieses sichere Gebiet direkt hin. Ich weiß nicht. Ich fand es viel krasser, als man von der Sekte wirklich so richtig hart gejagt wurde und alles gebrannt hat und so. Versteht ihr, was ich meine?
Weil hier, das ist irgendwie ein bisschen unspektakulär gewesen. Ach da. Was für ein Geräusch? Okay, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Nach da drüben. Okay, das rennen wir mal schnell. Das rennen wir mal schnell, weil ich glaube, wenn wir jetzt das Quad dann nehmen würden, das würde im Endeffekt länger dauern. Oh, ist das einer von diesen S-Kanälen? Wo wir die Ballons gesehen haben? Ich weiß nicht genau. Bradbury World. Oh. Nice. Du hast es geschafft. Ich wusste es. So. Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Sicher? Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Oh, bloß nicht. Ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Mein Späher sammelt Infos und ich krieg wieder neue Karten und... Naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Sag mal, hast du irgendwelche Probleme oder warum zielst du auf mich? Pech drin. Wow. Okay, Spezialist in Prosperity, einer von zwei. Moment, mein Spezialist, der Typ ist ein Spezialist. Okay, das will ich jetzt mal sehen. Nee, okay. Ah nee, das sind ja Champions. Okay. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen Champions und Spezialisten. Nehmen wir mit, das lesen wir noch. Verblasste Seite. Im ganzen County gibt es nicht mehr einen einzigen funktionierenden Motor. Benzin gibt es einfach nicht mehr, aber irgendwie muss es doch möglich sein, dass Motoren auch mit Holz oder Kohle laufen. Und ich werde das höchstpersönlich herausfinden oder rausfinden. Ich habe meine Vorräte an der anderen Seite vom Weg verrammelt und sogar ein paar Songs auf dem Player in der Zeit totzuschlagen. 3 Jahre Kollaps kriegen mich nicht klein. Schnallt euch an! Hier kommt ein Mädel, das anpacken. Okay, ich dachte, das war ein Typ, um ehrlich zu sein, aber gut. Ach, da kommt die Musik her. So, ein lauter MP3-Player. Werden die nicht eigentlich mit Kopfhörern, so. Die laufen doch eigentlich nur über Kopfhörer. Guck ich denn da rein? Oh. Hier. Hä? Hier ist was. Nee. Okay, ich bin anscheinend. Ah ja gut. Da mal der. Jetzt doch. Audiophil. Schwierigkeitsgrad. Audiophil. Neuer Song. Wie geht das? Vorteile online, Herausforderung, Charakter, Logbuch. Hm, komisch. Finde alle MP3-Player. Nice. Okay. Das machen wir. Und zwar in irgendeiner anderen Folge. In dieser wahrscheinlich nicht mehr. Was ist das? Zockerfarm. Oh Mann, wir haben was auf der Farm übersehen, Leute. Finde ich jetzt nicht so cool. Expeditionsstufe 2. So schnell reisen ist nicht so ganz möglich, ja? Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Wir haben Bienen gerettet, wir haben so ein paar kleine Sachen gemacht und wir haben leider auf der Zockerfarm was übersehen. Na toll. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich mal den Bärendienst antreten. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, dann Tschüssikowski und goodbye.
So Leute, Wikibine ist gerettet. Wir haben jetzt einen Kartenmacher in unserer Basis. Und was vermutlich das Beste davon ist, wir haben einen gratis Gutschein für einmal Rückenwaschen bekommen. Das ist sowohl der erfolgreichste, ja, Raubzug kann man jetzt nicht sagen, die erfolgreichste Mission, die wir jemals in Far Cry hatten. Abgesehen natürlich von der, an der wir Hoden essen durften. Das war der glorreichste Moment in ganz Far Cry. Aber egal. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über eine Bewertung freuen. Und vergesst auf gar keinen Fall, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.